Hey Leute, was geht ab? Euer Biko Shadow ist mal wieder hier back für euch. Ja, heute mal keine Sniper im Hintergrund, sondern ein M8 Gameplay. Ich spiele ja, wie vielleicht einige von euch wissen, auf die Dark Matter Tarnung. Das ist eine Tarnung, wenn man alle Waffen Diamant hat, dann bekommt man die. Mit den Snipern war ich relativ schnell durch. Jetzt sind halt die Sturmgewehre dran. MPs habe ich auch schon Diamant. Es fehlt mir nur noch die HVK zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, ich wollte die M8 eigentlich nur nochmal so spielen, eine Runde. Dabei ist ein Score herausgekommen, der in Ordnung ist. Kein Nuklear leider. Aber der Score, den ich hier erreiche, geht auf jeden Fall klar, finde ich. Kann man sich auf jeden Fall geben. Weniger Tode. Ja, das heutige Thema ist auch Dark Matter. Die Tarnung ist einfach nur neu hinzugekommen. Für alle, die halt jede Waffe auf Diamant gespielt haben, zu belohnen halt noch mit einer höheren Tarnung. Also man kriegt dafür jede Waffenkategorie eine Diamant-Tarnung, sei es für die Sturmgewehre, für die MPs, für die LMGs. Und ja, ich habe halt für die Sniper als erstes die Tarnung freigeschaltet, die Diamant-Tarnung. Sieht auch recht ordentlich aus. Auf den Sturmgewehren allerdings sieht es garantiert noch was besser aus. Viel mehr zu bedecken, meine ich jetzt meiner Ansicht nach. Bei den NPs ist es bei der Vespa und bei der Weevil wirklich gut. Bei den anderen leider etwas weniger. Aber auch so gefällt mir Diamant. Dark Matter haben sie wirklich gut gestaltet. Klar, auf den Old-Gen-Konsolen eher weniger, aber so haben sie Dark Matter wirklich richtig gut gestaltet. Man kann sagen, was man will, die Tarnung gefällt mir. Zum Gameplay noch was im Hintergrund, das ist ein 29 zu 2. Kann man, denke ich, mal lassen dafür, dass ich mal die M8 und nicht die Sniper gespielt habe. Ja, ich halte mich relativ auf in der Mitte auf. Ich gebe zu, ich wollte Nuklear haben, gebe ich zu. Kommt irgendwie ein dummer Tod mittig des Gameplays. Also vom Aiming her hätte ich die Nuklear auf jeden Fall gut haben können. Aber es laggt halt auch in der Lobby, da wo ich drin war. Sagen wir es wie es ist, es war ein Weihnachtsnoob, so ein Gegnerteam. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier am... Ne, Prestige, das werden hier nicht angezeigt. Das waren wirklich die schlechtesten Gegner der Welt. Also man kann sagen, was man will, gut waren die nicht. Die zwei Tode entstehen so lachhaft. Ihr seht gerade schon, wie es im Hintergrund laggt. Die zwei Tode sind lachhaft passiert. Also wirklich. Ich sterbe durch einen Sniper in dem Gameplay. Soll man das was sagen? Ja, vielleicht schon. Ja, auf jeden Fall Weihnachtsnoobs ist auch so ein Thema, was man auch ansprechen kann. Die gibt's doch noch. Ich dachte, die gibt's nicht mehr, aber war anscheinend nur auf PS3 so, denn viele Call of Duty sind ja auf PS3 auch rausgekommen. Und jeder hat da schon mal eins gespielt und hatte die PS3 schon. Und hat halt nur das Call of Duty zu Weihnachten bekommen. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt eine PS3 und zu Weihnachten bekommt ihr nur das Call of Duty. Habt aber schon Vorerfahrungen in einem anderen Call of Duty. Daher ist das... ihr seid schon mit einer Grundvoraussetzung, geht ins Spiel. Ihr lernt die Maps wieder neu kennen. Aim und Movement habt ihr vielleicht noch vom anderen Teil drauf, zum Teil. Und jetzt hier bei PS4 ist es zum Glück wieder so, viele Leute starten mit einer komplett neuen PS4, kriegen die zu Weihnachten, plus Call of Duty. Heißt, neue Konsole und ein Spiel. Das heißt, weil die Konsole, ja, minderwertiger Tod. Ihr könnt jetzt nicht sehen, stimmt das Ganze aus dem Kinomodus auf. Minderwertiger Tod, war eine P06 übrigens. Auf jeden Fall, die haben jetzt eine neue Konsole bekommen und ein Spiel. Das heißt, die haben jetzt keine, die haben jetzt nicht nur das Spiel bekommen, die haben eine komplett neue Konsole, wo sie das alles lernen müssen, wie sie alles einstellen. Und dann gehen die zum ersten Mal ein Online-Spiel. Und finden Leute wie mich. Oder andere Twilights. Wieder der Belastende, es ist immer derselbe. Minderwertig. Also, ich weiß zwar nicht, wie ihr euch dann da fühlt, wenn man mehr als 4 Jahre zockt Call of Duty und das, auf einem relativ hohen Gameplay-Standard, dann sagt man sich, nee, gebe ich mir nicht, ich quitte. Aber diese Typen, die juckt es nicht, wenn sie sterben. Die sind vom ganz anderen Planeten. Die stört es gar nicht, wenn sie drauf gehen. Das ist denen so egal. Ich muss das mal wegtun. Ja, hier hole ich den. Ja, schön. Ne? Ja, hat sich so gelohnt zu schwitzen mit einer P06, ne? Schönen Gruß an den Typen, der in die Luft geschossen hat. Und auf jeden Fall gut, dass es diese Leute wieder gibt. Klar, Double Nuclears und Triple Nuclears werden nur an solchen Leuten erspielt.
Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du drei Deutsche im Gegnerteam hast, dass du dann gerade mal eben sagst: Ja, moin, Triple Nuclear Live. Wird jetzt einfach mal so passieren. Auch weil du alle sagst: auf Konsole nur Noobs, auf PC nur Noobs. Leute, eine Triple Nuclear kannst du nicht mal eben so gegen die Obertrials spielen. Wirst du nicht. Früher oder später stirbst du. Das hier waren halt wirklich gelähmte Gegner, nur der mit der P06. Einmal wegen Lärm und einmal weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, das war eigentlich alles. Also Triple Nuclear ist nicht gegen Triads spielen, unmöglich. Gibt wieder Weihnachtsnoobs. Dark Matter, beste Tarnung. Ja, ne? Hier würde ich sagen, endet das Gameplay. Würde mich über einen Kommentar freuen, auch über ein Like. Wir sehen beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss und haut rein.